Frau Dietrich, die heutige Familienausschusssitzung, war sie ein Erfolg für Sie oder sind Sie nicht so ganz zufrieden? Doch, ich als Linke sehe es einen Erfolg für uns, weil wir mit unserem eigenen Antrag auf ein Opferentschädigungsgesetz die Diskussion maßgeblich beeinflusst haben, dahin, dass wir Rechtssicherheit brauchen. Wir haben heute zum wiederholten Mal gehört, es gab Menschenrechtsverletzungen an den Kindern in den Heimen. Meine Frage ist dahingehend, Sie reden alle von Verjährung und so weiter. Menschenrechte verjähren ja eigentlich nicht. Menschenrechte verjähren dann nicht, wenn wir hier in der Bundesrepublik die Einrede der Verjährung freiwillig aufgeben. Denn diese Menschenrechte sind ja nicht wie nach dem Zweiten Weltkrieg als Verbrechen jetzt definiert worden, sondern sie sind ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Und da denke ich, da kann es gar keinen Täter-Opfer-Ausgleich geben, weil da gibt es einfach nur schuldig. Und wenn die Institutionen schuldig sind, dann sollten sie auch verurteilt werden und zur Entschädigung herangezogen werden. Und dann dürfen wir die Betriebe nicht vergessen. Wir sind die einzige Partei, die die Betriebe in ihrem Antrag benannt hat. Wir haben bei der Frau Bergmann im Abschlussbericht ja gehört, sie hat ja vorgeschlagen, dass man die Opfer entschädigt, also dass die einen Antrag stellen, geprüft werden und entschädigt. Und das, woher dann die Gelder kommen, ob ich jetzt mit kirchlichen Einrichtungen oder mit staatlichen Trägern mich auseinandersetzen muss, dann hinterher geschehen soll und nicht auf den Rücken der Kinder oder der Missbrauchopfer gemacht werden. Kann man diese Regelung nicht einfach übernehmen hier für diese Sache? Ich würde sagen, das ist aus der Opfersicht die richtige Ansicht, denn mir als Opfer müsste es egal sein, ob bei einem staatlichen Entschädigungsgesetz Steuermittel eingesetzt werden und der Staat eben Unternehmen besteuert, um zu Einkommen zu kommen, oder ob der Staat aus Sparmaßnahmen darauf angewiesen ist, dass die Täterinstitutionen freiwillig bezahlen. Das darf nicht auf dem Rücken der Opfer ausgetragen werden. Das darf auch nicht zulasten der Rechtssicherheit gehen. Denn wir haben heute von einem konstruierten Widerspruch gehört. Entweder Fondslösung und schnell für alle, aber ohne Rechtswege, oder Rechtssicherheit per Gesetz. Das könnte aber länger dauern. Und dieser Widerspruch existiert gar nicht, weil eindeutig gesagt wurde am Schluss, zum 01.01.2012 ist auch mit einer Fondslösung keine sofortige Zahlung möglich. Das heißt, wir haben durchaus die Zeit, auch eine Fondslösung, falls das gewünscht wird und was anderes nicht durchsetzbar wäre, rechtssicher zu machen, indem ein Gesetz bestimmt, wer sind die Opfer, was sind die Kriterien, was gibt es an Entschädigung, was muss an Folgeschäden aufgezählt werden und wie sieht ein Klageweg aus. Und dann wären wir eigentlich eher bei dem Antrag der Linken, die von vornherein gesagt hat, wir wollen ein Opferentschädigungsgesetz machen. Wie wir die Kirchen zur Zahlung heranziehen können, das kann in der Tat nicht die Aufgabe der Opfer sein, sich das zu überlegen. Wenn wir jetzt die Entschädigung der Betroffenen, die in DDR-Heimen waren und nachher an die Bundesrepublik ausgezahlt worden sind, wenn wir da die Entschädigungszahlungen mal angucken, die bekommen 250 Euro Opferentschädigung für ihre Jahre, die sie in einem Strafvollzug waren. Und hier streiten sie sich jetzt, ob man die Zahlungen an den Heimkindern in Höhe von 54.000 Euro Einmalzahlung oder in Höhe von 300 Euro pro Monat zahlen soll. Ist da irgendwie nicht was verkehrt? Also die Relation, wenn jemand in Haft gewesen ist, ist ungefähr die gleiche Relation, wie wenn jemand unschuldig in ein Kinderheim gekommen ist. Denn Kinder können per se nichts dafür, dass sie dort hineingekommen sind, aus welchen Gründen sie dort aufbewahrt wurden und geschädigt wurden. Es muss mindestens das sein, was für die DDR-Kinder gegolten hat. Und wir haben in unserem Antrag auch drin, bei besonderer Schädigung muss es auch höher sein. Und wir brauchen auch die Einmalbeträge für ältere Menschen, die heutzutage nicht mehr in ein Pflegeheim möchten. Sie möchten dieselbe Erfahrung nicht nochmal machen. Sie brauchen gut ausgebildete Fachkräfte als persönliche Assistenz, die sie über die Leistungen der Pflegesicherung hinaus von einer Entschädigungsleistung zahlen könnten. Und deshalb brauchen wir auch die Genugtuung als Geld, denn eine Wiedergutmachung von entgangenen Lebenschancen und von Sorge um die eigene Förderung ist nicht mehr wieder reinzuholen. Es ist nur ein Teil davon, mit Schmerzensgeld und Genugtuung zu bezahlen. Und deshalb denke ich, die Forderung der ehemaligen Heimkinder muss viel mehr beachtet werden, denn sie haben Recht, indem sie auf einen monatlichen Betrag oder Einmalzahlung verweisen.
Die Ausbildung des Personals in den 40er, 50er, 60er, sogar noch in den 70er Jahren, die war ja gerade nicht so gut, wenn man besonders die kirchlichen Einrichtungen sich anschaut. Sie kam mit den Kindern nicht zurecht. Es ist sehr häufig vorgekommen, dass Kinder dann in schwer erziehbare Heime kamen oder sogar auch in Psychiatrien. Und von diesen Kindern hört man nichts in der Aufarbeitung. Es sind nach meiner Schätzung, die wir haben, durch Akteneinlage, immer noch ehemalige Kinder in Psychiatrien, die durch diese Medikamentenbehandlung nicht mehr in die freie Welt gelassen werden können. Warum geht man in dem Fall nicht ran? Also ich denke, man möchte grundsätzlich es für weitere Opfergruppen nicht öffnen, weil dann ganz klar wird, dass wir es um Opfergruppen haben, die als Kinder in der Psychiatrie sind. Wir haben Opfergruppen, die in der Gerontopsychologie sind, das heißt also auch ältere Menschen. Und der Verschiebebahnhof Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendheim oder Behindertenheim, der kreiert natürlich neue Opfergruppen, die Geld kosten werden. Wir müssen es aber tun, um diese geschlossenen Heime zu beenden. Und das geht nur über qualifiziertes Personal und mehr Personal im öffentlichen Dienst, denn wir haben im Kinder- und Jugendhilfegesetz die Möglichkeit, unter sonstigen Heimformen Erziehungsstellen aufzubauen. Dort können Säuglinge leben, dort könnten auch vergleichbar zur Altenhilfe ältere Menschen in einem persönlichen Verbund leben, in einem Haus mit zwei Betreuern, wo sie ihrem normalen Lebensabend nachgehen können. Sie können spazieren gehen, wenn sie möchten, sie können am Essen vorbereiten teilnehmen, wenn sie möchten, aber sie können auch schlafen, wenn sie müde sind. Das heißt, sie müssen sich keiner Heimordnung fügen, und das geht nur, wenn wir die Gruppenpädagogik auflösen und alle Heime im Prinzip der Vergangenheit anheimfallen lassen und familiäre Einrichtungen bezahlen, und die sind in der Regel auch billiger. War das für Sie neu, was der Professor Kappler heute gesagt hat mit den Säuglingen, dass es bis Mitte der 70er Jahre noch Säuglingsheime gab, obwohl es schon Untersuchungen in den 50er Jahren gegeben hat, wo man sagte, weg mit den Säuglingsheimen? Nun, es war deshalb nicht neu, weil ich mich in die Materie eingearbeitet habe und vor allem den Professor Dr. Kappler gelesen habe, was er dargestellt hat, und aus der Kinder- und Jugendhilfe komme, das heißt aus der Sozialpädagogik komme. Ich muss nur sagen, in der Sozialpädagogik, in den Fachhochschulen muss die Geschichte der Heimerziehung, und die beginnt nicht erst 1945, sondern früher, muss als verbindendes Unterrichtsfach eingeführt werden. Aber dazu haben wir im Moment überhaupt nicht die ausgebildeten Professorinnen und Professoren. Das muss unbedingt nachgeholt werden, und da könnte auch dieser runde Tisch mit der anschließenden Anhörung und den Anträgen der Anstoß sein, für die Zukunft so auszubilden, dass es erstens nicht vorkommt, zweitens nur qualifiziertes Personal eingestellt wird und nicht bei den privaten Trägern das Gehalt gedrückt wird unterhalb des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes. Und mehr Mitbestimmung nützt nicht nur im gesamten öffentlichen Dienst, es nützt auch in Heimen. Wenn nämlich die Kollegen ein Mitbestimmungsrecht haben, können sie sich über unzureichende Arbeitsbedingungen beschweren, und sie können ihre Fachlichkeit bewahren, indem keine Gewalt mehr in Einrichtungen stattfinden muss. Wir haben bei unseren Recherchen, die wir seit 1979 machen, haben wir mitbekommen, dass 1852 bis 1859 ein großer Orden, ein Nonnenorden, der auch in Bad Godesberg einer der höheren Töchterschulen geleitet hat, ein Buch herausgebracht hat, Gewaltfreies Erziehen bei Kindern. Wenn man dann so die Entwicklung sich anguckt, es kam 1920, wurde darüber berichtet, in den 30er Jahren, 40er Jahren wurde es durch die Engländer schon bemerkt, dass man mit Kindern anders umgehen musste. Selbst eine UN-Veranstaltung in Wien hat 1954 schon darauf hingewiesen. Warum tut man sich schwer, endlich mal an diesen Sachen heranzugehen? Wenn ich mir die neuen Heime angucke, wie diese Camps, wo man Kinder ins Ausland schickt, da hat man wieder mit Gewalt zu tun. Also ich denke, es hat durchaus was mit einer schichtenspezifischen Zugehörigkeit zu tun. Kinder, die von armen Leuten abstammen oder Menschen, die wenig Einkommen haben, die werden in der Regel in staatliche oder kirchliche Bewahranstalten gebracht. So war es in der Vergangenheit. Die Kinder, die reiche Eltern haben, konnten natürlich diese Wege umgehen, indem sie privat untergebracht wurden oder indem Leute bezahlt wurden, die die Kinder im Sinne der reichen Eltern auch erziehen konnten. Es hat was damit zu tun,
dass die Kinder ärmerer Leute keine Lobby haben und wir für unsere Kinder auch heutzutage, wenn sie aus armen Haushalten stammen, nicht die gleiche Fürsorge aufwenden, wie sie Kinder erhalten, die aus reicheren Elternhäusern stammen. Und deshalb denke ich, jedes Kind und jeder Mensch ist gleich viel wert. Und das muss in unserer Gesellschaft noch umgesetzt werden. Daher sind Kinderrechte ins Grundgesetz unverzichtbar, ebenso wie die Behindertenkonvention für Menschen mit Behinderung anzuwenden und die Behindertenheime auch heute der Kinder- und Jugendhilfe zu unterstellen. Denn nur dann ist gewährleistet, dass Hilfepläne alle halbe Jahre stattfinden. Nur dann ist gewährleistet, dass die Vormünder und die Sachbearbeiter der Jugendhilfe das Kind besuchen und persönlich kennenlernen. Bisher sind Kinder, die jetzt in Behindertenheimen sind, immer noch relativ rechtlos gestellt gegenüber Kindern, die von der Jugendhilfe betreut werden. Können wir damit rechnen, dass aus dem ganzen Erlebten, was jetzt aufgearbeitet wird, endlich auch eine Kontrollinstanz geschaffen wird, die die Jugendämter und auch die Jugendgerichte einigermaßen kontrolliert? Und zwar nicht so, wie es heute der Fall ist, das Jugendamt kontrolliert sich ja selber. Also ich hoffe, dass die Möglichkeiten eines Kinderanwalts in der Konvention für Kinderrechte dazu genutzt wird, mit Kindern so Vereinbarungen zu treffen, dass es mehr Menschen gibt, die sich bereit erklären, von außen für die Kinder zuständig zu sein, bis sie 18 sind. Egal, ob es einen Amtsvormund gibt oder ob ein Vormund privat existiert, die einfach die Verbindung zur Öffentlichkeit schaffen und damit das Leben des Kindes als Anwalt vertreten nach außen und Missverständnisse oder Versäumnisse auch aufdecken können. Werden Sie im Bundestag die Forderung einer unabhängigen Anlaufstelle mit unterstützen und auch mit anderen Kollegen anderer Parteien darüber reden, dass man das voranbringen sollte? Also eine unabhängige Anlaufstelle heißt für mich nicht unabhängig von den Betroffenen. Sie heißt für mich unabhängig so, dass sie nicht nur im Sinne der staatlichen Gewalt funktioniert, sondern ungefähr 70% aus Betroffenen besteht und aus 30% Institutionsvertretern, denn pari pari reicht nicht. Oder die Betroffenen müssen, wenn sie zur Hälfte vertreten sind, den juristischen Beistand haben, der in ihrem Interesse immer die anwaltlichen Funktionen mit ausfügt. Das kann ich nicht den ehemaligen Heimkindern überlassen, die im hohen Alter sozusagen ehrenamtlich in einer Anlaufstelle arbeiten sollen. Ich bin dafür, dass Leute eingestellt werden, dass auch ehemalige Heimkinder nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst eingestellt werden und dass sie aus ihrer Mitte einen Justiziar wählen können.